Gut besucht war am 1. Mai der Stadtpark der Stadt Dessau-Roßlau. Zur großen Maifeier hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund geladen und viele interessierte Menschen kamen. Politisch stand der 1. Mai oder anders gesagt der Tag der Werktätigen unter dem Motto: Gute Arbeit, sichere Rente und sicheres Europa ist ja das Hauptthema. Und da splittet sich alles verschiedene Themen auf von der Sache her. Gute Arbeit von der Sache her geht es ja um den Mindestlohn, 8,50 Euro. Und da wollen wir in Richtung Politik, weil ja auch Wahlen sind, ein bisschen Druck dahinter machen. Circa 450 bis 500 Besucher waren am 1. Mai im Stadtpark, um die verschiedenen Aktionsstände zu besuchen oder eben nur dem Musikprogramm auf der Bühne die Aufmerksamkeit zu schenken. Für Peter Anton lag der Stellenwert aber eben im Politischen. Erstens mal, dass die Resonanz etwas größer wird und auch ein bisschen angenommen wird. Und zweitens, dass ist ja auch mit bei Manfred mit rausgekommen, auch ein Signal setzen gegen rechts. Insgesamt fanden in der Region gleich 9 Veranstaltungen des DGB statt. Im Zentrum der gewerkschaftlichen Reden war Mitbestimmung, Tarifpolitik, regionale Niedriglöhne, schlechte Arbeitsbedingungen sowie der zunehmende Stress Thema. Im Mai-Aufruf des DGB wurde auch auf drohende Arbeitsarmut sowie die größere werdende Kluft zwischen Arm und Reich hingewiesen.